hier und hier. Jetzt muss ich wieder meine Fackeln anbringen. Wie war das nochmal? Guck mal, Lugen war mal drüben. Ich glaube, das waren zwei am Rand immer. Da, hier, so. So, ja, so war das, genau. Herrlich, dann klappt das doch noch. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen umständlich war. Ach ja, hier muss ich wieder durch. Aber erstmal brauche ich noch ein bisschen Holz. So. Und dann los, meine super Holzaxt. Ach nee, Holzaxt, genau. Ja, es geht mir wieder richtig in die Brüche hier, was wir hier so am Labern sind. Aber es, wie gesagt, ist die zweite Aufnahmesession heute. Ich möchte hier nichts pausieren oder ähnliches. Ich möchte einfach mal Gas geben jetzt. Vor allen Dingen auch für die 100. Folge. Da ich jetzt noch jemand gefragt habe, ob er mir dabei hilft, ne? Also jetzt nicht beim Moderieren oder beim Dabeisein, aber für ein kleines visuelles Projekt, da soll er mir bei behilflich sein. So ist der Plan zumindest. Und ja, dafür muss ich ja die 100. Folge ein bisschen eher erreichen als ihr, damit er auch noch die Chance hat, mir dabei zu helfen, weil er braucht dann quasi die Welt. Die Welt, wie sie ihm gefällt oder wie sie eben zu dem Zeitpunkt ist, zur 100. Folge oder zum 99. Jahr. Die 100. werden wir hier vielleicht nicht ganz so viel machen, aber ich möchte jetzt auch nichts vorwegnehmen. Also pssst. So. Das Dach sollte ich auch wieder zumachen. Ach, wer braucht denn hier noch Glas, Mensch? Wer baut denn hier noch mit Glas? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut. Und wenn ich jetzt eh schon auf dem Dach stehe, dann flache ich das jetzt auch direkt hier mal so richtig hammerhart ab. Und ich glaube, ich kann die wirklich stehen lassen, ne? Die äußeren. Das testen wir jetzt mal. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Manchmal spielt mir Minecraft böse Streiche und dann klappt das nicht. So. Ja, das geht aber. Moment, ich wollte es aber weiter abflachen. Ich sterbe. Moment, dafür müssen die wieder ab. Dafür muss auch der ab. Ne, der kann bleiben. So, die müssen noch weg. Ja, das wird. Der muss noch nach Hause gehen. So, damit ihr auch seht, was ich vorhabe. Ach, geht das nicht anders? Ich möchte nicht andauernd. Ach, scheiße. Ich frage mich eh, wie das geht, wenn wir auf dem Block stehen, dass er da einen Block setzt. Also das ist auch, glaube ich, nur bei Treppen so, dass das funktioniert. So, und dann ist das Ganze nämlich eins mehr abgeflacht als beim Lagerhaus. Ich weiß, das ist nicht viel, aber es sorgt wieder ein bisschen für Individualität des Hauses. So. Ja, nee. Es ist leider genau falsch rum. Ist mir aber auch erst bei der zweiten Stufe aufgefallen. Bei der ersten hätte ich gesagt, ja, das ist okay, ne? Ja. Ja. Kann man dazu lassen? Frage ich mich. Oh! So, die Frösche kommen raus. Das ist eigentlich ein Zeichen für uns, ins Bett zu gehen. Aber ich möchte gerade nochmal schauen, wie wir das jetzt hier geregelt haben. Ah, es gefällt mir nicht, dass es so nah dran liegt in dem Fall. Bin ich nicht begeistert von gerade. Aber erstmal schlafen gehen. Vielleicht bereinige ich das auch noch später. Bei zwei Abstand sieht dann schon ein bisschen besser aus. Irgendwie. Das ist... Ach, nein! Mann! Hör auf, mich zu verarschen, sonst sage ich das meiner Mami. Gut, aber erstmal drüber schlafen. Das ist immer die beste Methode. Schlecht geschlafen, hab viel geschnarcht. Irgendjemand hat zu laut geschnarcht letzte Nacht. Ich weiß nicht wer. Irgend so ein Schuft. Er hat sich zu mir ins Bett gelegt und mir dann an den Hintern gefasst, ja. Ich spürte nur eine warme Zunge und ich dachte erst, es wäre der Hund, aber der hat ja unten geschlafen. So, und dann sieht man auch direkt den Unterschied. Dort ist es gerade und hier ist es ein bisschen runder einfach. Ja, das finde ich ein bisschen schöner. Aber wie gesagt, gerade mal... Oder? Geht das so? Lass mal das so. Ich werde die eh alle ein bisschen verschieden bauen. Und dann kann ich das eigentlich, glaube ich, so lassen. Ich lasse das so kommen. Fackeln machen wir später. Ach, die andere Seite könnte ich jetzt auch gerade noch machen, ne? Wenn wir gerade mal dabei sind. Und da komme ich ja eh am besten von draußen drauf, weil... Ah ne, man kann gar nicht mehr drauf springen. Doch, hier vorne kann man es noch. Ja, der einzige Eingang. Wow, jetzt bin ich fast wieder runtergefallen. Achso, das ist das Lied. Ich dachte schon, was lädt denn hier gerade seinen Laser auf, meine Fresse? Ne, der kann bleiben.
Der hätte auch bleiben können, toll. Na gut, dann geht ihr halt alle erstmal wieder nach Hause. So, 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 so und so und so und so und so. Ach, nein! Das ist blöd. Jetzt muss ich da wieder rauf, toll. Naja, okay. Dann schauen wir mal. Hier ist eigentlich ein ganz einfacher Weg. Wir nehmen direkt alles mit. Nicht, dass ich das irgendwann noch vergesse. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Der Eingang besteht immer noch. Auch wenn wir ihn gerade untergraben haben. So. Nur nichts falsch machen. Ach, der hat sogar direkt hier das so gesetzt, wie es später mal sein soll. Minecraft-Treppen lesen meine Gedanken. Ach, ich darf nicht hier gedrückt halten. Das sollte ich eigentlich lernen. Oder beziehungsweise, das könnten die mir dann auch mal einen Gedanken ablesen. Muh. Welche Folge haben wir denn mittlerweile? Es müsste jetzt, Moment, die 86. sein. Das heißt, für euch noch 13 Folgen und dann muss ich mein großes Jubiläum hier fertig haben. Also das große Jubiläum, ja, 100. Folge, ui. Aber ich möchte nicht das Übliche machen. Ach, sage ich mal, das, was schon jeder kennt, sondern da ist mal wirklich was geplant. Und ich hoffe, ihr seid gespannt wie ein Flitzebogen. Alter, so kriege ich das nicht hin. So geht das doch. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Chavo, sehr konzentriert. Ja. Ja. Ich will gar nicht so konzentriert sein. Ich möchte labern, 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 aber das funktioniert so nicht. Habt ihr gerade gesehen? Weil dann setze ich die generell immer falsch. So, die letzte. Nein! Mann! Komm, ich hab nur noch eine Treppe da. Das muss jetzt klappen hier. So. Oh. Gut, fertig hier an der Stelle. Dann brauchen wir mal wieder ein Brot zwischen die Kiemen. Num, 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 num. Wäre echt geiler, wenn das belegt wäre. Wir brauchen ein neues Texture Pack dafür. Weißt du, so Käsestulle oder... Nee, lieber so ein Schinkenbrot. Hm, das wäre geil. Jetzt ein Schinkenbrot. Ich glaube, ich muss gleich nochmal einkaufen gehen. Dabei war ich heute schon. Es hat leider nur für Döner gereicht. Und nein, ich bin nicht dönersüchtig. War das noch vor der Aufnahme? Nee, das war nach der Aufnahme schon, ne? Ich erinnere mich gerade. Da muss ich hier die ganze Zeit aufstoßen. Diesmal noch nicht, denn es gab noch kein Abendessen. Wir haben ja auch erst 6:30. Ist ja nicht so meine Zeit fürs Abendessen. So, einer noch. Nein, ich habe keine Steine mehr. Ach nee, komm, jetzt so kurz vorm Schluss. Ach. Muh. War jetzt hier gerade eine Fledermaus? Ich dachte schon. Wäre noch schöner. Will ja keine Fledermäuse. So. Wir brauchen ein paar Fackeln. Die setze ich aber hier in die Ecke, glaube ich. Weil das stört die nicht. Hier setze ich auch Fackeln dran. Und sonst, ja. Ach, Moment, den Giebel müssen wir noch machen. Hab ich ganz vergessen. Auf welcher Höhe war das? Auf der. So, hier. Ja, oder wie gesagt, ich stelle hier eine Truhe rein. Obwohl, da kann ich die nicht öffnen. Ich stelle die, glaube ich, davor. Und ich glaube, Truhen blocken nicht das Licht. Das heißt, hier in der Ecke wäre auch gut ausgeleuchtet. So, wie viele Steine fehlen mir denn? 2, 4, 5... Plus 4 sind 9 und hier 2 sind 11 Steine. Ja komm, die haue ich jetzt hier schnell raus. Das ist mir sonst zu blöd, damit ich das wenigstens fertig habe. Das ist ja totaler Humbug sonst. Aber trotzdem werde ich hier erstmal dann auch gleichzeitig ein bisschen begradigen, weil ich möchte nicht aus dem Fußboden hauen, wo ich dann direkt wieder was hinsetzen muss. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Erde mit. Ich mache direkt auch mal Platz dafür. So, dann wissen wir genau, wann wir genug haben. Und ich denke, ich nehme noch 2, 3 mehr mit. Das kann ja nie schaden. Man hat Stein schon mal geschadet. Ach ja, wenn er einem auf den Kopf fällt, ja. Genau so war das. Ich weiß gar nicht mehr, brauchte ich 12? Wir nehmen jetzt einfach 15 mit. Dann hat sich das Thema wieder geschissen. Herrlich. Und dann ist das schon fast fertig. Wie schnell wir das jetzt hochgezogen haben. Ist ja phänomenal. Hey, rein da. Alter, pass mal auf. Wir machen das jetzt mal gerade anders hier. Solange ich dafür noch nichts habe, soll hier irgendwas sein, damit ich hier nicht immer in die Gruben falle. Beziehungsweise, ich komme ja nicht mal durch die Tür, habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt könnte man sagen, liegt das vielleicht an dir, Chavo? Nein, natürlich nicht. Das kann doch unmöglich an mir liegen. Oder? Zu Hause komme ich auch durch die Tür. Aber da liegt es auch nur an der Druckplatte davor, ja? So. Sieht gut aus.
Hast du gut gemacht, Deschavo. So, ja, richtig geil. Tada, dann haben wir da schon mal Fenster drin. Hier und dort. An der Ecke ist es jetzt extrem dunkel. So. Oh ja, dort geht die Fackel. Da ist sie ganz gut. Wie macht man das? Lass ich das hier doppelt offen? Ja, so ist eigentlich cool zum Werfen, ne? Das können wir so lassen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und, ach, Moment, da habe ich das Holz vergessen, ne? Sehe ich gerade. Na, los, Wechsel. Oder komme ich da so ran? Nee, dann machen wir mal. Machen wir auf Nummer sicher. Keine Experimente. So. Na, dann reicht es schon wieder nicht. Ist ja nur ein bisschen Erde, die wir hier gleich wieder raushauen müssen, ne? Das sind wir ja schon gewohnt. Aus diversen Erdprojekten. Na, da komme ich nicht hin, okay. Mache ich dann einfach gleich. So. So, so, so. Ist fertig. Habe ich das dort hinten auch so gemacht oder habe ich das offen gelassen? Das habe ich offen gelassen, ne? Sieht das so besser aus? Sieht eigentlich schöner aus, ja. Kleine, dekorative Fragen, die wir uns jetzt hier stellen. Sieht das besser aus als so? Ja. So sieht es eigentlich ganz geil aus. Zumindest mir gefällt's. Wie immer auch die Bitte an euch, wenn euch etwas nicht gefällt, haut mir eure Meinung raus. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Generell, aber wenn ihr es euch mal anschaut, ist das dann mal eine coole Farm. Also ein cooler Eierstall. Ach, Eierstall, Hühnerstall. Ich bin ganz total durch den Wind hier, was die Worte angeht. Denn so können wir es schön beobachten. Wir haben direkt zwei Egomaten, wie man die auch nennt. Kommen aber in einem raus, was ich sehr, sehr schick finde. Und hier werden wir dann später noch eine Vorrichtung bauen. Da kommen wir aber dann später zu. Hier kommt noch ein kleiner Hühnerstall hin, damit das Ganze nicht so nach Massentierhaltung aussieht. Also wenn mal das Tierschutzamt vorbeikommt, damit wir die gut täuschen können. Jetzt wollte ich nochmal aufs Dach, denn der Giebel muss ja noch rein. Der Giebel. So, rauf da. Herzlich willkommen auf dem Dach. Das Dach der Welt. Drei rein. Hier ist die Mitte. Und genau hier ist die Mitte. So, dann hau ich erstmal die mittlere Reihe wieder raus, denn die ist Quatsch. Wie ging das aber noch? Das ist gar nicht mal so leicht, jetzt hier so einen Giebel nachträglich reinzuziehen. Generell aber muss man dabei nicht so viel nachdenken, als wenn ich den von vornherein mit einbaue. Vor allem, da ich ja am Anfang gar nicht wusste, wie breit das Gebäude wird, wäre das eh Schwachsinn gewesen. So. Obwohl, ich habe eine Ahnung, wie wir das hier machen. Einen Plan und eine Ahnung. So, bis hierhin muss ich. Ist das schon die Höhe? Wow. Der ist das. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt wieder viele Treppen. Und viele sind mal wieder was anderes als 7. Ach, es ist doch immer dasselbe. Ich habe nie Treppen. Was ist denn das? So. So ein bisschen Fahrstuhlmusik. So. Die Reihe kann ich jetzt ja auch schon raushören. Wir benutzen jetzt erstmal das, was uns hier von Gott noch gegeben wurde. Also nicht unsere Körper, sondern diese Treppen. Außerdem bin ich hier ja der Gott, ja? Es ist meine Welt. Ich bin der Minecraft-Gott in dieser Welt. Ja, und ich bin nicht größenwahnsinnig oder so. Nein, das würdet ihr falsch verstehen, wenn ihr es so denkt. So, wieder 10 Stufen, die wir anbringen können. Und dann ist der Giebel nämlich auch gleich erledigt. Das geht dann jetzt eigentlich recht zügig hier. So, funktioniert das so? Ja. Wunderbar. Wir sind da ja mittlerweile Giebelmeister drin. Das ist der neue Fachberuf, der neue Handwerksberuf, der Giebelmeister. Denn keiner setzt Giebel besser als wir. Wir giebeln am besten. Das ist unser neuer Werbespruch. Ich habe kein Bett. Das heißt, wir flitzen doch mal schnell rüber. Sonst habe ich eigentlich alles dabei. Könnte ich mal ein bisschen das Inventar ausleeren, denn ich glaube, das ist immer wieder richtig voll. Aber erst... oder gehen wir erst schlafen? Ja, sonst spawnen hier die Monster, oder? Ach komm, wir riskieren das einfach, dass hier mal Monster spawnen, ja? Weil wir Badass sind. Weil wir ein richtig schlechter Arsch sind. Och, voll die komische Übersetzung, oder? Oder halt Bad? Ne, Bad heißt ja auch böse oder schrecklich oder sowas, ne? Irgendwie so war das doch.
Birken haben wir noch. Birken sollst du wirken. Ich so, ach, mein... Weg. Die Birken kommen mal hier rein. So. Da sind noch ein paar Treppen. Ein Stack Erde. Die Äpfel müssen noch weg. So, Alter, 62 Äpfel schon. Ha, ich bin Steve Jobs, so viele Äpfel, wie ich hier habe. War ja richtig schlecht, aber egal. Erde wollte ich noch wegbringen, genau.